Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinsel, Schere und Co. aus Hamburg. Ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt, euch das Videotutorial, vielleicht sogar auch das Materialpaket für den Workshop to go, für dieses kleine Muttertagsgeschenk, Mini-Album und Karte zu bestellen. Und wir fangen eigentlich auch ohne Umschweife schon an. Mein Intro habt ihr gesehen, ihr wisst, worum es geht. Und ich denke, wir fangen mal gleich mit dem Album an. Das Album ist gearbeitet mit unserer Sinlitz-Form Mini-Leckereien-Tüte und damit sind die Seiten gestaltet. Ihr bekommt in euer Materialpaket Material für 5 Seiten, für diese 5 Blanko-Seiten. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, zeige euch aber auch, diese beiden Teile braucht ihr für eine Tüte, für eine Mini-Leckereien-Tüte. Das ist das Materialpaket. Jetzt greife ich mal eben in meine Tüte. So. Und die sind komplett vorgestanzt und vorgefaltet, also beziehungsweise vorgefaltet nicht, aber ihr habt die Falzlinien und die zieht ihr als erstes einmal nach. Das sind auch gar nicht viele, sondern nur diese 3. Und dann geht es auch schon los mit dem Zusammenkleben. Ich bringe mir erstmal auf dieses kleine Teil, auf die Klebelasche, ein bisschen Flüssigkleber auf und lege mir dann das Teil passt genau, ich hoffe, das sieht man, hier an die Bruchstelle, dass es oben bündig abschließt und auch hier unten an der Falzlinie und klappe mir das dann einfach rum und mit ein bisschen Druck klebe ich es fest. Dann nochmal so. Und dann habt ihr eure Tüte im Prinzip alle Teile zusammen. Und jetzt muss ich nur noch hier ein bisschen hochgeklappt werden. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Achtet darauf, wenn ihr sie zusammenklebt, dass eure Tüten möglichst alle identisch sind, dass ihr entweder diese Lasche immer oben aufkleben habt oder diese. Das sind so Feinheiten, auf die kann man achten, auf die muss man nicht achten, aber es ist super, wenn man darauf achtet. Ich für meinen Fall habe diese Seite oben liegen. Und bringe mir dann hier gleich nochmal ein bisschen Klebemittel auf. Und klebe mir die Tüte möglichst mit wenig Geschmatter zusammen. Und zum Schluss noch den Boden. Und da arbeitet ruhig auch mit eurem Falzbein schön nach. Es lohnt sich, wenn ihr die Falzlinien schön scharf nachzieht. Weil dann ploppt euch euer Album nachher nicht so sehr auf. Es kommt noch genug Dekoration rein, dadurch wird es schon ein bisschen voller. Und so, das ist der erste Teil. Jetzt muss ich mal eben durch meine Materialien schlunzen. Das habe ich natürlich nicht hier liegen. Aber ihr seht ja, wir haben unsere Tüten gelocht. Und dafür habt ihr in eurem Materialpaket 2 solche Streifen. Und daraus macht ihr euch eure Lochschablonen. Der etwas längere ist für das Cover, den brauchen wir gleich noch. Und der etwas kürzere ist für eure Seiten. Und zwar ist dieser kürzere 9,4 cm lang. Und ihr markiert euch erstmal die Mitte, das ist bei 9,4 ist das 4,7. Wenn ich jetzt richtig rechne. Und von dieser Mitte her markiert ihr euch einmal nach links 3 cm und einmal nach rechts 3 cm. Und von der unteren Kante 0,9 cm, also 9 mm. Ich hätte erst die Linie ziehen müssen, aber egal. Und da, das sind eure Lochpunkte. Und ihr könnt euch eure zweite Schablone auch nochmal machen. Ich markiere mir hier auch die Anlegekante. Und das sind meine Seiten. Und das ist mein Cover. Und markiere mir das einfach so ein bisschen. Und da machen wir genau das Gleiche. Erstmal 0,9 cm vom unteren Rand weg. Ziehen uns unsere Linie und das ist jetzt
4 Inch breit. Und da ist es ganz einfach, da ist nämlich dann die Mitte bei 2 Inch. Und von dieser Mitte nehmen wir wieder 3 cm nach rechts und 3 cm nach links. Und dann sind das eure Markierungen zum Lochen. Und dann nehme ich mir meine Lochzange und loche mir das schon einmal durch. Hier auch. So. Und bei der anderen Schablone auch. So. Und wie ihr das jetzt mit euren Seiten macht, das müsst ihr gucken, wie ihr am besten klarkommt. Ihr könnt euch jetzt eure Schablone hier unten an der Falz anlegen. Ich hoffe, ich bin noch im Bild, ja. Und euch das markieren. Oder aber ihr seid mutig und haltet euch die Schablone an und locht dann. So mutig bin ich ehrlich gesagt nicht. Und deswegen markiere ich mir das und stanze es mir gleich einmal durch. Ich hatte jetzt gerade mal kurzzeitig einen Schreck gekriegt, weil ich vorgearbeitet habe und dafür andere Schablonen hatte, aber genaues Messen zahlt sich aus. Und das Gleiche mache ich jetzt hier nochmal bei meiner letzten Tüte. Markieren. Und da nehme ich mir, die habe ich euch schon vorgeschnitten, diese Transparentpapierteilchen. Das sind 4 Stück in Gold oder Silber, je nachdem, wie ihr euch entschieden habt. Legt die mit auf eure oder hinter eure Tüte und dann stanzt ihr die. Also ich kann es mit meiner Zange, ich weiß nicht, was ihr für eine Zange habt, ich komme da locker durch. Und dann stanzt ihr das einfach alles einmal durch. Und damit habt ihr dann alle Seiten gelocht, so wie ihr es braucht. Die legen wir erstmal beiseite, weil jetzt widmen wir uns dem Cover. So, ich lege euch mal das Album mit hierher. So. Das ist im Prinzip ganz einfach, weil wir haben auch ein ganz einfaches Bindesystem, nämlich mit diesen Buchringen, die ihr auch mit in eurem Bastelset habt. Und zwar habt ihr 2 Streifen savannefarbenen Farbkarton bei euch mit im Paket. Der hat 5,5 Inch mal 4 Inch. Und ich habe hier schon ein bisschen vorgearbeitet, aber wir gestalten uns jetzt nämlich Cover und Rücken nochmal neu. Und dafür nehme ich mir, wir arbeiten nämlich ganz fleißig mit dem Stempelset. Erstmal nehme ich mir ein Stück Schmierpapier, weil wenn wir hier ganz wild anfangen zu stempeln, wir arbeiten ja mit dem Stempelset Schmetterlingsgruß. Und ich habe es in meinem Intro schon erwähnt, dieses Stempelset macht echt süchtig. Das ist so schön. Und wenn ihr damit erstmal angefangen habt zu arbeiten, ihr hört da nicht mehr auf und gestaltet immer wieder neu. Das werdet ihr auch bei den Innenseiten noch sehen, wenn wir nachher in die Dekoration gehen. Ich habe mir das hier alles schon nebenbei auf Blöcke gezogen und fange jetzt an, ganz wild zu stempeln. Und da könnt ihr mir dann einfach zuschauen. Da muss ich nicht viel erklären. Und dann lasse ich euch ein bisschen kurzweilig Musik dazu laufen. Fertig. Einen kleinen Eyecatcher gibt es noch, und zwar diesen kleinen Schmetterling, den setze ich in Rosenrot damit drauf. So, das ist einmal eure Front und eure Rückseite. Ganz einfach. So, und die kleben wir jetzt gleich
mit dem Cover einmal zusammen. Und zwar habt ihr noch dieses schöne rosenrote Designpapier. Jetzt suche ich gerade mal meinen Papierschneider, den ich eben noch hier hatte. Ah ja. So, und das müssen wir einmal falten. Und zwar ist das 2,5 in der Breite. Dann legen wir das nämlich einmal hier an, auf 1 Inch, falten, drehen das Ganze um 180 Grad und legen es nochmal hier drüben bei 1 Inch an und falten es nochmal. Dadurch entsteht hier in der Mitte unser Steg von einem halben Inch. Das reicht auch. Ansonsten braucht ihr größere Buchringe. So. Und jetzt kleben wir uns unsere Buchseiten. Lasst euch nicht irritieren. Ich habe hier die Rückseiten auch schon einmal bestempelt. Das müsst ihr nicht, das könnt ihr. So, das ist mein Frontcover. Und das lege ich hier unten genau an die Falzlinie schön bündig an. Wenn es ein bisschen übersteht, achte darauf, dass es links und rechts gleichmäßig übersteht. Eigentlich sollte es das nicht, aber bei mir tut es das. So, und das ist der Rücken. Das heißt, das kommt dann so darauf. Wieder schön an die Falzlinie anlegen. So, bei meinem ursprünglichen Album habe ich die Innenseiten des Covers nämlich nicht mitbestempelt. Aber ich fand das ganz nett und das sieht auch echt nett aus, wenn es so nochmal das aufgreift. Ein bisschen unterschiedlich ist. Ich werde aber hier mal eben noch meinen Überstand, der stört mich dann doch, ein bisschen wegschneiden. Diejenigen unter euch, die mich ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich eine olle Cutter-Tante bin. So. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht meine frisch gewaschenen Haare gesehen. So, das ist euer Cover. Ganz einfach und schnell gemacht. Hoppala. Und dann habt ihr eure zweite Schablone. Das ist auch wieder das Cover, achtet da drauf. Und das legt ihr dann mit eurer Markierung wieder an die Falzlinie an. Markiert euch eure Punkte. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite auch. Und dann stanzen wir ein letztes Mal. Genau, zielen. Sehr schön. So, dann habt ihr in eurem Tütchen die beiden Buchringe und könnt im Prinzip, wenn ihr das jetzt schon möchtet, mal einen Testlauf machen. Und zwar Seite, dann habe ich ein Zwischenblatt. Dieses, dann noch eine Seite, dieses Zwischenblatt, noch eine Seite, das Zwischenblatt und noch eine Seite und das Zwischenblatt. Und dann kommt die letzte Seite oben drauf. So. Und das fädelt ihr jetzt durch eure Buchringe durch. Eigentlich sollte es passen. Passt auch. Der Buchring kommt von vorne durch. Ja, einmal durchnehmen. So. Es schließt sich dann außen wieder. So, und dann den zweiten Buchring. Hier seht ihr dann jetzt, ob ihr genau gestanzt habt.
Es müsste sich nämlich problemlos auffädeln lassen. Tut es auch. So. Fertig. Nein, noch gar nicht fertig. Aber das ist euer Grundalbum. Fehlt jetzt noch die Dekoration und da kümmern wir uns gleich drum. Dann starte ich einfach meine Kamera nochmal neu. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Kamera neu gestartet, dann schaltet sie sich nicht zwischendurch aus. Und wir widmen uns mal ein bisschen den Dekorationselementen. Und zwar kommt jetzt unser Kreativset Accessoires ins Spiel. Ich meins schon ein bisschen ausgedünnt, aber ihr findet euch damit zurecht. Wir haben dann nämlich erstmal dieses schöne Cutout. Das finde ich echt zauberhaft. Und ich habe es weiß hinterlegt, weil wir das auf der Karte gleich auch noch mit weiß hinterlegt haben. Dann passt es einfach stimmig dazu und so, finde ich, wirkt es super schön. Und da fangt ihr dann erstmal an. Ihr nehmt euch euren Klebstoff. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel nehmt. Sonst müssen wir nachher den Klebemittelradierer zu sehr in Anspruch nehmen. An ganz markanten Punkten, da wo es ein bisschen gröber ist, schön dünn, ringsrum um den Rahmen, Klebstoff auftragen. Hier unten, seht ihr das eigentlich noch hier? Ich könnte ja sagen, schreit, wenn ich aus dem Bild verschwinde, aber das würde ich ja nicht hören. Und ja, ich denke, das reicht. Hier noch ein bisschen. So. Das kommt dann einmal auf das weiß hinterlegte Kärtchen. So, das ist ein bisschen größer. Lasst ein bisschen Abstand. So, ich hoffe, der Autofokus kommt mir jetzt nicht dazwischen. Dann haben wir das schon mal fertig. Und dann habt ihr ja diese süßen kleinen Zierdeckchen dabei. Und da schneide ich mir einfach so ein bisschen was ab. Das soll nämlich hiermit unterlegt werden. Gucken, dass es passt. Ja, ich denke, so kann man es setzen. Und da einfach ein bisschen Klebstoff drauf. So. Das wird auch gleich verdeckt. Wenn da was daneben läuft, ist es nicht ganz so schlimm. So. Ich lege mal hier mein fertiges Teilchen mit dazu. Und dann haben wir ja hier so ein kleines Dekorationselement. Und dazu habt ihr in euren Stanzteilen so zart rosa Fähnchen dabei. Ein bisschen ein größeres. Und dann arbeiten wir einfach mit dem, was uns das Set so hergibt. Nämlich ein bisschen Spitzenband. Diese Häkelbordüre oder was auch immer das ist. Da schneiden wir uns beherzt ein bisschen was ab. Nehmen uns unsere Glue Dots. Davon werden wir ganz viele brauchen. Also legt sie nicht zu weit weg. So, und dann kleben wir uns die schon einmal hiermit auf das Teilchen drauf, da oben hin. Dann schneiden wir uns ein Stück von dem pflaumenblauen Samtband ab. Kleben das auch einfach nochmal mit drauf. Das kann auch ein bisschen kürzer. Also da sind eurem Geschmack keine Grenzen gesetzt. So, und dann habt ihr ein Stück Goldkordel oder Silberkordel, je nachdem, wofür ihr euch entschieden habt. Und da binde ich mir eine Luftschleife. Die kann auch ein bisschen großzügiger sein. Auch die Enden können ein bisschen größer sein. So. Ein bisschen länger, Entschuldigung, so. Und auch dafür nehmen wir wieder ein Glue Dot. Setzen das hier oben auf. Und dann schneiden wir uns von dem Blütenband einfach eine Blüte ab. Und ich mag diesen Tüllrand da nicht. Den schneide ich mir dann halt auch nochmal ein bisschen mit ab. So rundherum um die Blüte. Und die setze ich dann final auch nochmal mit einem Glue Dot in die Mitte der Schleife. Und zack, ist auch dieses Element schon mit fertig. Die Schleife dreht sich ein bisschen ein, was sie nicht soll, aber das ist nicht so schlimm. Und dieses ganze Element kleben wir
Einmal. Hier oben in die Ecke. Seht ihr das noch hier? So. Und dann nehmen wir uns ein paar Dimensionals. Habe ich noch eine angebracht? Ja, habe ich noch. Und setzen uns quasi dieses gesamte Teil auf das Cover oben auf. So. Aufpassen, dass es gerade ist. Also ich für meinen Teil setze es halt gerne gerade auf. Ich weiß, es gibt auch Mädels unter euch, die es gerne schief draufsetzen, aber auch das sei erlaubt. So, diesen Überstand nehme ich noch weg. Und damit ist das Cover fertig. Jetzt sieht euer Album schon aus wie mein Album. Und fehlt noch ein bisschen Innenverzierung. Und da könnt ihr euch echt austoben. Ich habe euch jede Menge Stanzteile mit dazugegeben. Und ich mache mir das mal hier auf, weil ich mir die Seiten dazu nehme. Und jetzt könnt ihr euch auch komplett austoben mit dem Stempelset. Und wir fangen hier gleich mal an mit der Wabe. Und ich arbeite auch nur mit den beiden Farben Rosenrot und Savanne, weil ich sie ja nicht so bunt haben möchte, sondern einfach auch in diesem Vintage-romantischen Stil belassen möchte. Da setze ich einmal die Wabe hier hinten auf. Und dann nehme ich mir so ein Transparentpapierteilchen, setze mir da zwei Glue Dots dahinter, mittig auf so ein, den einen Glue Dot hätte ich, naja, egal. So, mittig auf das Fähnchen. Und dann habt ihr einen Schmetterling dabei. Der kommt da in die Mitte. Und im Original, ihr habt wie gesagt diese ganzen Schniggeldi-Teilchen mit dabei. Ich habe eigentlich auch noch eine zweite Packung, weiß aber gerade nicht, wo die ist. Und deswegen arbeite ich jetzt einfach mal hier ein bisschen mit den Perlchen. Jetzt brauche ich eigentlich mein Lochwerkzeug, genau. Und setze mir hier einfach ganz frech, statt der Rose, wie ich es hier habe ich ja so ein kleines Röschen drauf gesetzt, setze ich mir hier eine Perle drauf und nehme mir dann ganz bewusst nur zwei Glue Dots hier an die Seite, weil, und klebe mir das auf, wenn ihr später hier nochmal ein Foto davor setzen wollt, ist es ganz sinnig, wenn man das hier nochmal hochklappen kann, um das Foto drunter zu schieben. So, erste Seite fertig. Heften wir auch gleich wieder mit ein. Achso, was ich noch gar nicht gezeigt habe, ihr habt hier noch in Cremeweiß diese Einschubkärtchen. Die gehören dann natürlich hier in die Tüten rein. Die verziere ich jetzt nicht. Das könnt ihr machen, ob ihr da Fotos oder Fotos draufkleben wollt, Geschichten reinschreiben. Das ist auch komplett euch überlassen. So, die erste Seite haben wir fertig. Machen wir die zweite. Die ist auch ganz einfach, weil jetzt nehmen wir uns wieder die Wabe. Also ihr kommt mit euren Verzierteilchen echt gut hin. Da müsst ihr nicht sparsam mit umgehen. Da kommt hier oben ein Fähnchen rein. Und da nehme ich jetzt einfach mal den schönen Knopf, den wir dabei haben. Den setze ich damit auf. Zack, Verzierung fertig. Nächste Seite. So. Und jetzt haben wir eine Seite, die ist ein bisschen aufwendiger. Das ist auch die mittlere Seite, da habe ich gedacht, das passt da ganz gut. Und zwar habe ich euch schon ein Teilchen vorbereitet in Zartrosa mit unserer Wellenkante, die Bordüre gestanzt. Und da stempeln wir auch erstmal wieder die Bordüre, einmal in Savanne. Und die kleben wir uns auf. Ich nehme hier mal die Seite mit rüber.
Die wird jetzt nicht flächig aufgeklebt, sondern nur, damit sich eine Tasche bildet, an den äußeren Kanten, an den geraden Kanten. Hier setzen wir das auf. Ein bisschen kurz. Ist aber nicht so schlimm. So, und da haben wir als Verzierteilchen nochmal so einen transparenten Kranz. Also wie ihr das macht, ist komplett euch überlassen. Das ist jetzt nur ein Designvorschlag. Na Moment, wir machen erstmal, nehmt ihr nochmal eure Lochzange und ihr seht ja dann hier hinten auch eure Löcher und könnt dann noch einmal mit durchstanzen. Will nicht. Oh, ich habe ins Stempelkissen gegriffen, sieht man das? Das sollte ich erstmal beseitigen. Nicht, dass da ein Unglück passiert. So. Na, das ist schon passiert. Egal, das ist dann jetzt mein Muster, so wie ihr es nicht machen sollt. Da kommt dann der kleine Kreis drauf. Wieder ein Schmetterling. Und wie ihr seht, arbeite ich total gerne mit den Glue Dots, weil das geht so schön schnell und einfach. Zack, der Knopf nach oben drauf. So. Und dann habt ihr in eurem Set zwei so kleine Tags mit drin. Den lasse ich so. Und der Schmetterling hat irgendwie auch einen Hau. Naja. Ist mein Muster. So, und dann haben wir... Hoppala. Ich sollte nicht so fahrig sein. Das Set Schmetterlingsgruß ist echt extrem vielseitig. Ihr könnt super gut Hintergründe stempeln. Ihr habt einen kleinen Spruch dabei. Ihr habt zwei Grüße dabei. Mit dem arbeiten wir auch gleich noch. Und nutzt das aus. Ihr könnt da echt mit toben. Ihr könnt gut durch den Stempel durchgucken. Das ist sehr von Vorteil. Und ich stempel ja total gerne übereinander, untereinander. Und so ist es dann weniger langweilig. Kommt noch der Briefstempel mit drauf. Zack. Und damit habt ihr dann einen kleinen Tag fertig. So. Und da die Seite ja in sich noch ein bisschen langweilig ist, habe ich mir dann nochmal unseren Farn genommen. Abgestempelt. Hm. Nochmal abgestempelt. Hier oben muss ich jetzt mal einmal, ihr müsst mein Haupt ertragen, so, nicht schön, aber selten. So, der Poststempel darf nicht fehlen, na gut, nehmen wir ihn in Rot. Und das Highlight sollte eigentlich jetzt, diese Seite ist mir so gar nicht gelungen, aber... Ihr wisst, wie sie aussehen sollen. Da oben seht ihr es. Okay. Auch bei mir geht manchmal was schief. So. Gemaddert habe ich auf der Seite auch. Egal, seht drüber hinweg. So, da kommen die beiden Tags mit rein. Und damit ist die Seite auch fertig. So. Wir blättern weiter. Und da kommt wieder ein kleines Element. Das ist einmal wieder nur ein Fähnchen. So, und diesmal habe ich mir dann noch einen Rest von dem, eine Ecke von dem Zierdeckchen mit ausgeschnitten. Und jetzt brauche ich meine Glue Dots. So. Zack, da oben mit dran. Und dann haben wir noch so Funkelknöpfe. Ich glaube, da kommt jetzt einer mit drauf. Verziert, fertig.
So schnell geht das. Also ihr müsst euch da nicht lange aufhalten. Ihr könnt euch da drin natürlich extrem auch verlieren. Und jetzt habe ich hier noch ein letztes Element. Da stempeln wir gleich nochmal die Ware. Ups. So, wir haben natürlich noch ein bisschen Spitzendeckchen. So. Überstände werden abgeschnitten. Und dann nehme ich mir ein Stück von dem pflaumenblauen Band wieder mit dazu. Zwei Glue Dots in die Mitte. Dann haben wir noch einen Schmetterling. Und ich nehme mir noch ein kleines Röschen mit dazu. So, wird auch mit einem Glue Dot aufgeklebt. Da einfach so in die Mitte rein. So, dann haben wir noch unsere kleine Blüte. Und damit haben wir das Set nachher auch schon fast komplett ausgenutzt. Nein, noch gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Weil wir haben die große Blüte noch nicht verwendet. Wir haben den Geburtstagsspruch nicht verwendet. Den Farn haben wir und die anderen beiden haben wir auch. Also bis auf zwei Stempel haben wir in diesem Workshop dann alle Stempel aus dem Set verwendet. Und das ergeben sich noch so viele Möglichkeiten mehr. So, das kommt hierher. Et voilà. Fertig ist das kleine Album. Ich mache es nochmal zu. Das ist jetzt diesmal auch nicht ganz so dick wie das andere, aber es öffnet sich auch. Dann habt ihr gesehen, es ist kein Zauberwerk. Arbeitet viel mit dem Stempelset. Das lohnt sich wirklich. Da könnt ihr euch echt gut austoben. So, machen wir hier nochmal schön zum Abschluss dieses Teils des Workshops. Das ist dann euer kleines Mini-Album. Die mittlere Seite, die mir ein bisschen verhunzt ist, die werde ich dann wahrscheinlich für mich nochmal neu machen. Und ansonsten, prima, wenn ihr durchgehalten habt bis hierher. Jetzt machen wir noch die Karte. Und ich sag mal so, bis gleich. So, meine Lieben, zweiter Teil, letzter Teil des Workshops ist jetzt noch die passende Karte für euer Minibook. Das ist euer Minibook. Und da noch die passende Karte mit dazu. Und das ist im Prinzip jetzt nur eine Wiederholung von dem, was wir eben schon gemacht haben. Ihr habt dabei den Kartenrohling. Dann haben wir dabei einmal die Deckkarte. Die kleben wir auch schon einmal ganz mutig auf. So, schön mittig. Dann haben wir ja noch in unserer Accessoirebox haben wir noch ein Teilchen, ein Spitzendeckchen und auch noch ein Cutout. Und das Spitzendeckchen kleben wir schon einmal auf die Fläche auf. So ein bisschen hier oben in die Ecke rein. Das soll ja interessant wirken. Und unser Cutout, unser Motiv, das kleben wir diesmal gar nicht auf Flüsterweiß, sondern setzen es so, wie es ist, hier auf das Zierdeckchen mit drauf. Müssen wir noch gucken, dass wir hier unten unser Stanzteil mit dem Spruch noch mit runterkriegen. Aber das kriegen wir hin. So. Und jetzt das gleiche wie vorhin auch schon. Schön dünn am Rand mit dem Kleber entlang.
lieber ein bisschen mehr als zu viel. Ansonsten müssen wir wieder mit dem Klebemittelradierer arbeiten. Hier bei den großen Stellen könnt ihr ein bisschen auftragen. Dass es auch in der Fläche aufliegt und klebt. So, das müsste reichen. So rum. Und das klebe ich jetzt nicht so mittig auf die Fläche, sondern so ein bisschen versetzt nach unten. So. Das passt schon. Und dann, wie man dieses kleine Teilchen bastelt, habe ich euch beim Album schon gezeigt. Das ist wieder ein zartrosa Fähnchen aufgebracht mit der Häkelbordüre, ein bisschen Samtband, Schleife und Röschen. Das ist das gleiche wie beim Album. Das ist immer ganz schön, wenn sich bei so Sets auch Sachen wiederholen. Das kommt auch wieder hier oben in die Ecke. Möglichst gerade. So. Und dann haben wir hier unten ganz einfach nur noch unseren Spruch und da arbeiten wir auch wieder mit dem Set Schmetterlingsgruß. Ich brauche noch mal einen anderen Block. Und zwar haben wir da den schönen Geburtstag oder sende dir eine Umarmung und liebe Grüße. Das finde ich ja persönlich zum Muttertag passend. Und die Idee dieses Albums ist ja auch Muttertag. Und dann stempeln wir wieder, um im Farbthema zu bleiben, in Rosenrot. So, in der Hoffnung, dass es gerade ist. Mehr muss da auch nicht drauf, finde ich, weil das ist ein sehr dezentes und zartes und vintage-romantisches Design. Und da finde ich, das muss nicht überladen sein. Das wirkt so viel schöner. Da kommen zwei Dimension jetzt hinten drauf. So. In der Hoffnung, dass es gerade drauf sitzt. Ich gucke nochmal. Ja, müsste. Und dann ist hier unten der Gruß. Und die Karte ist damit schon fast fertig. Ich mag es aber ganz gerne. Bei der Karte ist es nicht. Die Karte ist innen schlicht in Savanne gelassen. Ich finde es aber auch ganz schön, wenn man die Karteninnenseite noch ein bisschen gestaltet. Und da haben wir ja, können wir ja wieder hier in die Vollen greifen mit unserem Stempelset. Ein bisschen Schmierpapier drunter. Ich mag ja den Farn total gerne. Dann nehmen wir uns den wieder einmal so abgestempelt. Einmal so, ein bisschen heller. Dann haben wir noch unsere Bordüre. Huch! Jetzt fange ich zum Schluss noch an, so mal richtig ein bisschen rumzuasen. Natürlich auch unser, mit dem ich vorhin in der anderen Farbe war, unseren Poststempel. Und als kleinen Eyecatcher setzen wir jetzt den Schmetterling auf. So. Und das setzen wir jetzt einmal in die Karteninnenseite. Ja. Bisschen andrücken. Und das finde ich halt ganz schön, wenn die Karteninnenseite auch noch ein bisschen gestaltet ist. So, und damit sind wir durch. Wunderbar, wir haben es geschafft. Der Workshop to go für das Muttertagsalbum. Es muss nicht zum Muttertag sein, kann auch super für die Hochzeit verwendet werden. Einfach den Spruch austauschen und schon habt ihr ein ganz anderes Design, einen anderen Anlass. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß habt
hattet bei meinem Workshop To Go. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Ich beantworte sie euch so, ich kann gerne. Aber das Album ist, glaube ich, ganz gut selbsterklärend. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch mal zu meinen anderen Workshop To Go's guckt. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon gebucht. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich sag erstmal Tschüss aus Hamburg. Bleibt kreativ. Tschüss.